Kaputte Gläser, Essensreste, alles sowas. Ja. Das macht man schon so aus anstandlich. Es kotzt mich an, auch deine Besucher teilweise. Ich finde es eine absolute Frechheit, dass Sanja in der Badewanne ist und irgendwie dann per Videocall Chris und Joko angerufen hat. Die wollte, dass wir zu ihr kommen. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen BeReal Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zu der 6. Folge und wundert euch nicht, warum die letzten Tage keine Folge mehr kam. Ich war jetzt ein paar Tage nicht zu Hause gewesen und deswegen konnte ich halt auch nichts aufnehmen. Aber ich mache jetzt weiter und ja, ich freue mich auch drauf, wie das Drama hier weitergeht. Und wir gucken natürlich nochmal in die letzte Folge kurz rein. Was da passiert ist, das war nämlich die Folge mit der Poolparty bei Erik. Und da war vor allem eine Person besonders überzeugt davon, und zwar sein Vater. Also, wie sich ja manche aufführen. Wisst ihr, das ist eine Welt, die geht mir... Da kann ich nicht verstehen. Ja, außerdem kam dann irgendwann auch noch Josie dazu, also die Ex von Erik. Plötzlich ungebetener Besuch auf der Bildfläche erscheint. Josie. Ich bin gespannt, wie es heute weitergeht. Die ganze Folge gibt es natürlich wie immer bei RTL Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und das Ganze läuft auch von Montag bis Freitag immer bei RTL 2 um 17.05 Uhr. Lasst ein Like und Abo da. Viel Spaß mit der Reaction und damit let's go. Vater Thomas hat in seiner Detektei, in der Erik auch arbeitet, umsonst gewartet. Der Sohnemann lag im Salz. Mega Kater. Für Insta-Stories hat die Energie aber gereicht. Wir waren ja ziemlich lange, 3 Stunden, ne? Du hast mir heute früh geschrieben, dass du rüber zur Arbeit kommst. Und ich muss sagen, ich war entsetzt, als ich das heute früh erlebt habe. Jetzt hat sich das bei mir sogar schon gesetzt. Kaputte Gläser, Essensreste, alles sowas. Ja. Das macht man schon so aus anstandlich. Es kotzt mich an, auch deine Besucher teilweise. Insbesondere die weiblichen. Draußen die Handtücher lagen alle rum. Der Pool ist halb leer, nicht abgedeckt. Das kann nicht wahr sein und so kannst du nicht weitergehen. Dann kannst du aufhören. Ja. Das ist ja mal wieder ein geiler Anfang, ey. Also ich wusste jetzt nicht, dass Erik in der Detektei arbeitet. Das kann ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen bei ihm. Oder was sagt ihr? Passt das zu ihm? Ich finde wirklich überhaupt nicht. Aber okay. Ja, der Dad ist auf jeden Fall nicht begeistert. Und ich glaube, der wird das auch von den Leuten und dem, wie die sich verhalten, nicht mehr werden. Und man muss sagen, Thomas ist schon auch so der Realste, der hier dabei ist. Ja, also er gibt dem Namen eigentlich, er gibt dem Namen das Format, er gibt dem Format den Namen, meine ich natürlich. Kein Problem, wenn ich feiern gehe, Bergkern, KitKat, sonst wie, weil er weiß ja, am Montag stehe ich um 7 Uhr wieder auf der Matte. Aber seitdem wir irgendwie bei BeReal Berlin immer drehen, merkt er irgendwie, dass ich das schleifen lasse. Nach Lachen ist Kader und Easy gar nicht zumute. Die beiden haben nämlich ihren ersten Termin bei einem Beziehungscoach, der vor allem ihr wieder auf Vordermann bringen soll. Nein, das ist der Fahrer. Ich wollte schon sagen, ist das der Coach oder ist das nur der wie nennt man das nochmal? Shuttle Service, oder? Ich glaube schon, der Shuttle Service des Ex-Coaches, der dann die Leute in einem schwarzen Bus abholt. Interessant. Aber Kader ist noch skeptisch, da es sich beim Beziehungscoach ausgerechnet um eine Frau handelt. Aber du weißt, dass man im Mittelalter Hexen verbrannt hat, ne? Und jetzt fahren wir zu einer Hexe. okay. Würdest du es Easy zutrauen, dass er das tut? Ich würde jedem Mann zutrauen, dass er seine Partnerin, Würdest du das selber auch so einschätzen, dass du Kader fremdgehen würdest, wenn du die Gelegenheit hättest? Ach naja, also ich sag mal so, wir leben im 20. Jahrhundert und gerade in Berlin. Und man hat ja auch sein Business und sein Vorleben. Es gibt in jeder Ecke und Kante, gerade auch durch soziale Medien, die Gelegenheit gibt es wie ja, Sand am Meer. Ich bin ein Mann, der sehr, sehr wählerisch ist, der wirklich jetzt ja, gerne flirtet, gerne Flachsen macht und auch gerne die Bestätigung von Frauen haben möchte. Also es war schon früher so, aber es kommt bei mir nicht so weit, dass ich dann, also wenn ich so weit bin, dann reicht mir das schon eigentlich. Äußerliches Gefallen reicht mir nicht aus. Ach, du willst auch körperlich hin? Nein, aber da muss so ein bisschen Funken mehr sein. Das war ja früher schon so. Und jetzt, umso älter man wird, umso wählerischer wird man. Also ich dachte, desto größer werden die Funken. Nee, aber
ich sag euch jetzt mal meine Vermutung bei denen, ja. Und zwar sollen die beiden bei Temptation Island VIP dabei sein. Also ist natürlich noch nicht bestätigt. Aber meine Vermutung ist, dass sie das mit diesem ganzen Beziehungsproblem einfach so aufbauen hier in dem Format, dass das quasi ein bisschen interessanter vielleicht ist bei Temptation, weil man dann denkt, oh, da gibt's ja schon Probleme und so, das ist vielleicht nicht so gut. Weil normalerweise würde ich bei denen sagen, würden die bestimmt schaffen, also da würde keiner fremd gehen. Da würde ich sogar wirklich meine Hand für ins Feuer legen, ja, auch für Easy. Aber ich glaube, das wollen die so ein bisschen aufbauen damit, oder? Was sagt ihr dazu? Da bin ich mal gespannt. Also früher stand ich ja wirklich so vor 25 Jahren, da war ich ja jung und knackig, Mitte 20 stand ich so halt, ne, auf Bad Boys, ja. Heute stehe ich mehr so auf einen Mann, der ein bisschen Bäuchlein mitbringt, ja, und ja, der halt graue Haare hat, so Lebenserfahrung mitbringt, ruhig ist, in sich ruht, ne, diese Ruhe ausstrahlt. Das finde ich heute total sexy, ja. Das klingt halt wirklich zu 100% nach Easy. Also die grauen Haare hat er noch nicht, ne? Das vielleicht auch nicht so schlecht, aber ansonsten trifft das schon auf ihn zu. Sonja hat den Schenkungsvertrag vergessen. Den wolltest du eigentlich mitnehmen. Ja, dann merkst du auch schon wieder, welche Disziplin sie hat oder welche Verantwortung. Ja, ich halte das ganze Ding für Blödsinn, aber das habe ich auch schon vorher gut getan. Was findest du blödsinnig, den Whirlpool oder die Beziehung zu Sonja? Whirlpool finde ich natürlich nicht blödsinnig, sondern diese Schenkung an sich. Ja, da hört es bei mir auf, das ist für mich unnormal. Dann noch zu einer Person, wo ich sowieso nicht weiß, oder wovon ich ausgehe, dass das nicht dauerhaft ist. Hart. Oh, nee, das gibt's doch nicht. Wie kommt er denn jetzt da drauf? Also das finde ich jetzt schon... Das ist jetzt schon sehr hochgegriffen hier. Ich wollte auch noch sagen, weil die ja schon darauf angespielt haben, ob er die ganze Beziehung quasi für Schwachsinn hält. Das wäre ja auch nochmal eine gute direkte Frage, ne? Mal wirklich so ausführlich, was hält er denn davon? Aber ich glaube, das braucht man ihn gar nicht fragen, das merkt man ja, dass er da sehr viel davon hält. Ja, mein Vater redet natürlich öfter gegen die Beziehung mit Sonja, weil mein Vater auch einfach nichts von Reality-Stars hält. Er findet, es sind alles Nichtsnutze, die eigentlich nichts können. Und ja, das ist genau das Ding, warum er immer so ein bisschen kritisch dort ist. Ich weiß auch, dass eine normale Frau, ich sag's jetzt mal normal, eine bodenständige Frau, sicherlich nicht mit dem Leben, was er führen muss, jetzt nicht klarkommt. Natürlich nutze ich auch, wirklich jetzt mal real gesagt, das natürlich auch als Werkzeug, um meine Mode bekannter zu machen. Man muss sagen, jede Beziehung ist neue Publicity. Das ist einfach so. Ja, das gehört einfach zu meinem Job. Und wenn ich jetzt eine normale Freundin hätte, die würde damit nie klarkommen. Ich bräuchte eigentlich eine Freundin, das bin ich wirklich ehrlich, eine ganz normale Freundin, komplett da bleibt, wo sie niemand kennt, die auch, das ist auch krass, mich weiter meine Frauengeschichten machen lässt, auch. Und ich glaube nicht, dass ich so eine Frau finden werde. Ja, also ich meine, damit, es ist ja auch wirklich eine große Überraschung, muss man sagen. Aber damit hat er das ja eigentlich zugegeben, dass die Beziehung halt nur für Fame oder halt Publicity ist. Ja, das Ding ist, also sie wird ihn das mit den Frauengeschichten nicht machen lassen, aber warum hat er denn dann zum Beispiel Josie überhaupt mit in die Öffentlichkeit gezogen, frage ich mich. Die hat ja damit gar nichts zu tun gehabt. So, wenn er das nie veröffentlicht hätte, dann würde die ja auch keiner kennen. Außer das war natürlich auch da vielleicht der Gedanke. Also ja, das ist wirklich interessant bei Erik. Die Leute wollen einfach Drama, die Leute wollen Dreck lesen. Davon lebt das, ja. Die Leute wollen negative Schlagzeilen. Das ist auch ganz, ganz krass. Positive Schlagzeilen streuen sich nicht. Negative Schlagzeilen streuen sich viel, viel mehr. Und das ist ja, das ist sowieso klar. Ja, die positiven Sachen. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, ne, so viel Positives gibt's da ja auch gar nicht. Und wenn man sich die meisten Berichte anguckt, dann sind die ja auch eigentlich wirklich durchwegs, sagt man das so? Ja, die sind auf jeden Fall eigentlich alle negativ. Über positive Dinge wird halt auch echt nicht viel berichtet. Und vor allem nicht bei so Leuten aus den ganzen Trash-Formaten, ne? Also natürlich gibt's auch positive Berichte, aber das ist schon sehr selten. Und meistens ist das irgendwie Beef oder, keine Ahnung, irgendeine Beziehung, die kaputt geht oder was auch immer. Das geht immer so in die Richtung, in die negative Richtung und nicht in die positive Richtung. Ja, man könnte statt negativ auch legativ sagen, eigentlich. Hallo. Hallo. Ja. Hallo, Ruben. Ruben? Ja. Okay.
Und Sie haben uns, Sie erwarten uns? Sie warten auf uns? Ja. Ach, wir haben mit Ihnen einen Termin. Genau, das waren. Ich dachte, das waren Sie. Also ehrlich, ich habe den Therapeuten mir als eine weibliche Person ausgemalt. Und als ich einen Mann vor mir gesehen habe, ich dachte, oh nein, weil ich finde, Frauen verstehen Frauen besser, ja, als. Das haben wir vorhin gemerkt, ne? Das wäre ihr ja wirklich viel lieber gewesen, wenn das jetzt eine Frau wäre. Fragt sich eigentlich nur noch, wie die darauf überhaupt kam, dass es eine Frau und kein Mann ist. Also Ruben ist ja eindeutig ein, jetzt wollte ich schon fast sagen, Frauenname, ein Männername natürlich. Ich empfinde keine Lust mehr. Da können Sie vor mir stehen oder er. Ja, da passiert nichts. Ist aber jetzt schon ein harter Front an ihn, ne? Also, da musst du aber aufpassen. Ja, ich habe eine Idee. Wir könnten eine Übung machen, wo ihr das Gute beieinander bestärkt. Aber was sollen wir machen jetzt? So streicheln? In die Augen schauen und ich sage dann genau an. Aber es ist eine Sprechübung. Ach so, Sprechübung? Ja. Sprechübung? Ja. Wir folgen Xenia und Gino auf Wohnungssuche. Und zwar in Ginos alter Hut Lichtenberg. Es ist so ein krasser Zufall, dass wir diese Wohnung gefunden haben. Und die ist auch noch genau da, wo meine Oma gewohnt hat, in dem Haus. Also wenn bei Be Real jemand sagt, das ist so ein krasser Zufall, ja, dann wissen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ich war ja 17 Jahre nicht da. Also ich muss wirklich sagen, ne, vor allem der Paulanergarten hier vor den Häusern, der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mit Aufzug? Ja, ja, das wird noch schön werden. Also ein bisschen abwarten, da ist noch ein bisschen Arbeit, aber ich zeige Ihnen das im Detail. Ein bisschen Arbeit? Bisschen Arbeit ist Maklerjargon und bedeutet so viel wie... Das ist wahrscheinlich voll gar nicht ready, um da einzuziehen. Bringen Sie Zeit, Geld und Schweiß mit. Ist da oben passiert? Nee, ne? Ach, das ist nur Dreck. Ach, wahrscheinlich von der Küche. Na gut. Irgendwas explodiert oder sowas. Und Passiert mir ausständig. Ja. Oh, es ist niedlich. Du kleine Mann. Wenn Sie wollen. Das ist aber niedlich, das finde ich aber süß. Würde ich auch genauso dran lassen, ja. Also das ist wirklich, also das könnte wahrscheinlich wirklich schön sein, aber das, also jetzt das ist gerade genau das Gegenteil der Fall. Da frage ich mich wirklich, wie will man das jemandem gut verkaufen? Das kann doch selbst der beste Immobilienmakler nicht mehr schönreden, was wir da sehen. Oder, Gino? Also ich finde das mega geil. Wie groß ist die Wohnung? 78. Mega geil. Das ist ja. 80. Das ist doch perfekt. Ist nicht schlecht. Wie teuer ist das Ding hier? Also die werden so auf 790 Euro. Oh. Ja, also der Makler lacht jetzt, weil das ist ja lachhaft, ne? Also für so eine Top-Immobilie hier. Da kann man nicht Nein sagen. Das würde ich sofort nehmen. Oh, guck dir die Aussicht an. Das ist wie New York hier. Das ist wie Legoland. New York. Ja, hast du nicht jemals sagen, dass ich jemals nach New York will? Nein. Nee, aber du bist die Prinzessin der Platten jetzt. Ah, toll. Das sind Schusslöcher. Hier ist halt was passiert. Das ist ein Haus mit History. Also ich glaube, Gino wäre hier der bessere Makler dabei. Ein Haus mit History, das ist auch geil. Alle Frauen in dieser Reality-Branche wollen nach vorne kommen. Die wollen doch alle nur im Endeffekt Fame abgreifen und alle wollen nur nach vorne kommen. Da hast du vielleicht auch die Antwort auf Josie, warum sie das macht. Er hatte die gleiche Antwort auch auf Sanja. Ich weiß nicht, was du alles weißt oder was du schon mitbekommen hast oder sowas, aber Digga, wir sind was kommt Tage jetzt hier und wir haben schon Sanja, ich weiß nicht, gestern, vorgestern war es? Ja, vor ein paar Tagen oder sowas. Auch mit anderen gesehen. Ja, mit anderen gesehen, Digga. Und bei Erik ist es halt so gewesen, an den Abend nach der Poolparty waren wir halt noch unterwegs. Er hatte da halt eine weibliche Bekanntschaft. Ich glaube, einen Tag vorher haben wir auch Sanja gesehen, dass sie mit jemandem irgendwo hingegangen ist, also nur vom Club weg. Keine Ahnung, was passiert ist. Und ich finde oder erwarte auch von meinen Freunden, wenn die sowas sehen, von meiner Freundin oder was weiß ich, dass sie mir das sagen. Und wir haben das einfach platt gesagt. Ja, das F in Be Real steht hier auch für Freunde, ne? Also... Das finde ich gut, dass sie ihm das jetzt sagen. Nee, es ist halt wirklich, also, das ist... Das würde mich echt mal interessieren, ne, was hier wirklich echt ist und was nicht. Also auch bei dem jetzt gerade wieder, ja, man weiß einfach nicht, was man hier glauben soll. Ist das überhaupt eine Beziehung? Ja, klar. Ist das eine Fake-Beziehung? Wissen die überhaupt beide voneinander, was die so treiben? Wo die Jungs mir erzählt hatten, dass Sanja mit irgendwie einem anderen Typen irgendwie nach Hause gegangen ist, das hat mir schon sehr, sehr wehgetan. Ich muss dazu sagen, ich weiß, ich bin auch nicht besser, aber ich schenke diesen Whirlpool und
Oh Mann, ey. Oh, das ist... Ich finde das geil, diese dramatische Musik auf einmal. Das fehlt nur noch, dass Erik jetzt richtig ausrastet gleich und dann irgendwie sich so auf den Weg macht und dann crasht er da rein bei Sanja, Melody und Ariel. Und dann gibt's ja den krassesten Beef ever bei denen. Das fehlt eigentlich nur noch. Willst du doch offen mit mir reden, dann führen wir eben eine offene Beziehung sonst was. Aber sie soll mir keine Szene machen, dass ich irgendwie ein Idiot bin und dass ich sie hintergehe und ich mit anderen Frauen und so. Sie macht's doch dann auch. Und da, wo keine Kamera da ist, okay, ich habe vor der Kamera was mit Josie gemacht, aber sie macht was, wo keine Kamera ist und das finde ich zum Kotzen zu lieben. Das ist auch wirklich viel schlimmer, ne? Das muss man sagen, das geht einfach gar nicht. Ja, also die beiden, die nehmen sich halt einfach nichts. Die wollte, dass wir zu ihr kommen. Wir sind schlafen gegangen. Wir waren nicht da. Weißt du? Das sind so Sachen, so, wo ich denke, so, wow, ey, Alter, wenn ihr eine Beziehung habt und sowas, finde ich so. Wenn du willst, können wir noch mal ins Detail gehen. Sie hat uns, also wir haben nichts gesehen, aber sie war in der Badewanne, wo sie uns angerufen hat. Ich finde es eine absolute Frechheit, dass Sanja in der Badewanne ist und irgendwie dann per Videocall Chris und Jogo angerufen hat. Also das ist wirklich, das ist richtig krass hintergehen. Beziehung. Was glaubt ihr eigentlich? Wer denkt sich diese Geschichten aus? Es ist, also unrealistisch, da kann man es aber auch wirklich nicht mehr machen. Man fragt sich auch immer so, was kommt als nächstes? Was passiert in der nächsten Folge? Die gibt's ja auch schon. Da bin ich echt gespannt, wie das hier weitergeht. Ja, also Freunde, ich habe übrigens auch meine Bewerbung abgeschickt auf die geile Wohnung von vorhin. Da bin ich mal gespannt, was ich da als Rückmeldung bekomme. Ansonsten kann ich auch nicht mehr dazu sagen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wir sehen uns morgen wieder. Wahrscheinlich mit der nächsten Folge und auch mit Temptation Island. Das kommt heute Abend um 0 Uhr online. Das Wiedersehen und da kann ich schon mal sagen, Freunde, das wird richtig hart. Also da müsst ihr wirklich ganz, ganz starke Nerven mitbringen. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Reaction gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns natürlich auch morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.